Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit unserem Braumeister. Das war beim letzten Mal unser Bier, das wir hergestellt haben. Ich habe es genannt, unser leichtes, weil es nur 3,7% Alkohol hat. Jawohl. Und über das Feuer reden wir nicht mehr. Das war halt mal ein Griff ins sogenannte Klo. Was haben wir hier? Magnet Brewmaster. Okay. Jetzt haben wir hier wieder was bekommen. Schauen wir mal. Riesige Kronkorken. Aber nehmen wir zuerst mal hier den Magnet raus und pappen wir den natürlich gleich wieder an den Kühlschrank ran. Sehr schön. Das passt. Und was ist das jetzt für ein riesiger Kronkorken oder was soll das sein? Ah, den kann man hier irgendwo an die Wand pappen. Okay. Prima. Dann überspringen wir jetzt gleich einmal diese Jahreszeit und schauen wir mal, was Brewers Quality sagt. Quarterly. Ich sprudle vor Freude über wie ein geschütteltes Dunkelweizen. Louis Bauer wird nun von. Okay. Verwende ein Kühlwerkzeug beim Bierbrauen. Okay. Belgisches Stout. Strong L. 3 Stout. Okay. Werden wir natürlich hier ein tragisch gutes Bier machen. Das ist noch unkompliziert. Und wie geht's hier weiter? Okay. Kühlwerkzeuge. Schade, dass das hier nicht passt vom Text her. Na gut. Okay. Da würde ich mal sagen, machen wir diesen Job. Mal lesen. Eine lokale Theatergruppe plant eine gewagte musikalische Interpretation von Faust. Und es hat sich für die Premiere ein Bier mit deutschem Hopfen gewünscht. Okay. Deutscher Hopfen. Okay, das hasse ich ja schon wieder 65 Grad. Eine Stunde lang. Mann, Mann, Mann. Mann. Deutscher Hopfen. Schauen wir mal, ob es hier irgendwo deutschen Hopfen gibt oder wo. Halt, hier haben wir ja Hopfen. Steirischer Bitterhopfen. Vereinigte Staaten, Slowenien, Australien, Neuseeland, Britisch, Tschechien, Deutschland. Rot Select. Warum ist er nicht verfügbar? Haben wir ihn vielleicht schon? Okay, aber den könnte man mal nehmen, wenn er schon hier deutsch ist. Und den nehmen wir auch noch. Okay. Stell dir erst die Flasche vor, das ist eine Errungenschaft. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Müsste man nochmal was schauen, und zwar Kühlwerkzeug. Okay, kühlen, Tauchspirale, klein. Das kaufen wir jetzt auch einmal, weil werden wir wahrscheinlich brauchen. So. Dann geht's hier los. Holz. Braumagazin. Welches Bier brauchen wir jetzt? Das ist Strong Ale vielleicht. Wir haben ja bei beiden leider wieder mal hier die Maische eine Stunde auf 65 Grad zu halten. Nun gut, fangen wir einfach mal an. Dann wird schon werden. Um,
Müssen wir erstmal schauen, haben wir denn hier alles? Ja, wahrscheinlich nicht. Müssen wir das auch erst alles bestellen? Belgian Pilsner und Pale Ale. Pale Ale und Pilsner. Achso. Okay. Alles klar, aber jetzt können wir starten. Also 5,5 Kilo. Oh, brauchen wir 4. Dann haben wir 5. Dann haben wir 5,5 und das kübeln wir jetzt alles hier rein. Bin ja gespannt, wie dann dieses nächste ausschaut hier mit den, wir sind da drin 4 Kilo dann oder so. 4 Kilo Sack. Okay, jetzt Belgian Pale Ale. Wie viel braucht man hier? 1,5. Das können wir da lassen. Jetzt haben wir hier 21 Liter erhitzen. Okay. So genau geht's nicht. Jetzt haben wir das erledigt. Mal einschalten. Das einmal auf Temperatur. Okay, da sollen wir jetzt 10 Liter hier einfüllen. Jetzt haben wir 11:11 Uhr, Fasching, Karneval, jetzt haben wir das eine Stunde bis 12:11 Uhr auf 65 Grad halten. Und da das ein ziemlich langer Prozess ist, würde ich jetzt sagen, ich melde mich gleich wieder, wenn es so 10 nach 12 ist auf unserer internen Uhr. Bis gleich. So, ich glaube, jetzt könnte man weitermachen, es ist zwar noch nicht ganz die Stunde rum, aber... Wenn ich das jetzt selber machen würde, würde ich sagen, mir reicht so. Und jetzt müssen wir hier weitermachen. Und zwar hier auf 11 Liter auffüllen. Und wobei, ich glaube, die 11 Liter passen nicht mal mehr rein. Aber wir machen es genau nach Rezept. Das ist dann schon mal zumindest der Weg zum Erfolg. Okay, sagen wir mal knappe 11 Liter.
Erhitzen. Okay. Na. Zack. Das soll hier rein. Wird natürlich mit ich was auch nicht ganz reinpassen. So, jetzt ist das Ding hier voll. Okay. Und das Zeug soll man hier jetzt in den Topf einfüllen. Das erst einmal so. Schlauch anschließen. Und hier öffnen. Es läuft hier die Brühe rein. Geben wir auch einmal ein bisschen Gas. Okay, 1 Liter ist noch da. Man braucht halt etwas Geduld und das ist oftmals nicht meine besondere Stärke. So. Warum? Schlauch entfernen. Das jetzt erhitzen. Bis 100 Grad. Oh, Hopfen Pacific Emerald. Aber wir sollten ja hier irgendwas Bayerisches reinhängen. Oder was Deutsches. Wir sollten hier was Deutsches reinhängen. Das schauen wir jetzt gleich einmal. Wie viel Gramm waren es? 10 Gramm. Okay. 10 Gramm, nehmen wir den. Und nehmen wir da den originalen oder nehmen wir auch nochmal einen deutschen. Und zwar die 45 Gramm. Es ist ja so, wenn man sich das nochmal anschaut, wenn in einem Rezept kein deutscher Hopfen enthalten ist, versuche ich ihn trotzdem ihn zu verwenden. Noch mehr Dextrose am Schluss soll man da hinzufügen. Na, jetzt machen wir praktisch Strong Ale. Bin ja schon gespannt, hier ABV 8,6%. Ja, das ballert ja gewaltig. So, wie geht's dann weiter? Okay, abkühlen. Wilder Ale. Okay, könnte man mal noch kaufen. Wilder Ale und Sixtus Ale. Erstmal Sixtus Ale. Wilder Ale. Nochmal die Gramm anschauen, Wilder Ale 75, jeweils 75. Jeweils 75. Achso, das sind immer 150. Sind immer 150 drin. Heute müssen wir natürlich beim richtigen schon mal schauen. Weiter. Okay.
Alles klar. Und jetzt können wir uns hier um das kümmern. Gehen wir nochmal zurück. Und zwar, was heißt hier? Wird sie bis zum Sieden erhitzen. Jawohl. Und jetzt den Hopfen hinzufügen. Mal hier den Hopfen. Und zwar 50 Minuten bis, sagen wir mal, 16.15 Uhr auf unserer Uhr. Hier haben wir gleich noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Okay. Gut. Zack. Und dann nochmal 10 Minuten. Ist 16.25 Uhr. Okay. Oh, in dem Brabi hat er noch schwarze Pfefferkörner. Hatte ich ganz übersehen, dass wir die auch brauchen. Schwarze Pfefferkörner. Zutaten. Das sind andere Sachen. Kaufen wir sofort. 12 Gramm. Okay. Schwarze Pfefferkörner drin. So, das entfernen wir, das Zeug hier. Schalten wir aus. Deckel drauf. Und dann warten wir gleich bis zum nächsten Tag, bis das Ding hier abgekühlt ist. Jawohl, so passt's. Der Behälter ist auch leer, sehr gut. Okay, passt. Haben wir gemacht. Und jetzt Wilder Ale und Sixtus Ale. Also haben wir schon vorbereitet. Weiter Edel. So, werfen wir weg. Und Sixtus L. Da bin ich ja gespannt, was das für ein Bomber wird. Drauf und 15 Tage fermentieren. 15 Tage. Zack. Jetzt werfen wir erstmal die Sachen noch weg. Ehe sie schimmelig werden. Was haben wir hier für ein 9,12%? Ist ja fast ein Likör. Das ist wirklich ein richtiger Bock. So, Dextrose. Ja, da glaube ich, da brauchen wir jetzt wirklich nicht so viel reinschütten, sonst hat das Ding mehr Alkohol als alles wert ist. Okay. Ich
Genau. Also umfüllen. Gleich ins Fass umfüllen. Schlauch wieder. Bisschen Gas. Genau, so und jetzt 21 Tage wieder. Schon mal gespannt, ob es dann Biere gibt, wo man kürzere oder längere Wartezeit hat. Jo, damit hätte sich das 9,8%. Ein Wahnsinn. Da bin ich ja gespannt. Sogar ist ziemlich hell. Sehr viel Kohlensäure drin. Okay. Jo. Nicht bitter. Sehr viel Frucht, Ester, Honig, Pfeffer, Birne, Apfel. Muskat, beißend. Eieiei. Voll auf Anschlag. 9,8%. Sollte 8,6 haben. Überhaupt nicht bitter. Wenn man sagt, das Ding läuft. Das läuft. Okay. Wie könnte man das jetzt nennen? Da brauche ich jetzt mal etwas Bedenkzeit. So, ich habe jetzt mal ein bisschen hin und her überlegt und ich würde sagen, weil es ja wirklich ein Wahnsinn ist, werden wir es Mayday nennen. Eieiei. Die Flasche kann man so eine nehmen, würde ich einmal sagen. Und alles Glas. Dann nehmen wir jetzt mal hier den Humpen. Aber es ist schon verdammt hell, also für einen Bock ist das schon mal ein bisschen ungewöhnlich. Da würde ich sagen, das passt so. Schauen wir mal, ob die einverstanden sind. Jawohl, mindestens einen Hopfen aus Deutschland. Das werden wir senden. Jawohl, wir danken sehr. Einwandfreie Sache. Stellen wir gleich ins Regal. Errungenschaft, schön prickelnd. Okay. Jawohl, unser fünftes Bier. Sehr gut. Dann nehmen wir das hier gleich mal weg. Okay. Dann haben wir wieder freie Übersicht. Okay, verwende ein Kühlwerkzeug. Ja, das haben wir natürlich jetzt nicht verwendet. Da müssen wir dann einfach mal sagen, da werden wir dann vielleicht das andere Bier hier noch brauen. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall und zwar das hier, weil, also jetzt hat man ja das gemacht, weil dann kippt man hier vielleicht 90 Grad Wasser rein und dann werden wir kurz einmal dieses Kühlding benutzen. Für ein paar Sekunden, nur damit hier die Story erfüllt ist. Okay, jo, das machen wir auch so. Dann würde ich mal sagen, ich danke recht schön fürs Zuschauen.
Schaut bitte immer in meinem Kalender rein, da seht ihr ja in der Infobox, wann ich was veröffentliche, meist so 2-3 Wochen im Voraus. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Danke sehr, bis dann, ciao.